Dass eine tiefe Stimme bei einem Mann mehr punkten wird, das hat mehrere Gründe. Zum einen signalisiert es Körpergröße, also Volumen und auch Reife sowie Testosteron. Beides wiederum ist ein Zeichen deiner Zeugungskraft und auch der Sicherheit, die du der Frau bieten kannst. Hinzu kommt noch, dass eine tiefere Stimme, wie das Wort schon sagt, bestimmender wirkt. Frauen lieben Bestimmer, also anerkannte Kompetenzfiguren, die sich durchsetzen können und potenziell weit auf der Hierarchieleiter nach oben kommen. Das ist nichts, was man ihnen übel nehmen kann. Man hat sogar Umfragen gemacht, dass tiefe Männerstimmen auf Frauen zufriedener wirken und hohe Stimmen unfreiwillig unzufrieden und nervös. Aus eigener Erfahrung kann ich den Punkt sowieso bestätigen, also ich hatte Frauen, die fummelten auf meinem Rücken rum, während ich dann sprechen sollte, weil dann das Zwerchfell irgendwie den Oberkörper vibrieren lässt. Oder sie legen ihr Köpfchen auf meinen Bauch und ich brumme denen dann was vor, sowas eben. Eine tiefe Stimme hat Vorteile, ganz ohne Frage. Der zweite Aspekt ist ein breites Kreuz. Breite Schultern schlagen ein geripptes Sixpack um Längen, mein Freund. Im Prinzip kommt es aber eher auf die V-Form deines Oberkörpers an. Also schmale Hüfte bei breiteren Schultern, das dich attraktiver macht. Warum tut es das? Na, weil es fruchtbare Lenden suggeriert. Ich bin ja schon mal darauf eingegangen, dass beim idealen Schulter-Hüft-Verhältnis sogar der goldene Schnitt mit eingebaut ist und du diesen bei dir selbst überprüfen kannst. Es geht hier insgesamt also um Proportionen sowie Symmetrie und um evolutionäre Vorteile für dich. Wenn Frauen starke Unterarme sehen, möglichst noch mit herauspoppenden Adern, dann trauen sie dir unterbewusst alles zu. Einen Straßenräuber abzuwehren, ein Haus zu bauen, dir Dinge, die du haben willst, einfach zu nehmen und natürlich auch deine Fingerfertigkeit ihr gegenüber. Kräftige Hände stehen also im übertragenen Sinne für Ambitionen, die du hast, für Eroberungsdrang und Machtausübung. Archetypische Urinstinkte eben, die schon vor tausenden von Jahren das Überleben gesichert haben. Und genau daher ist auch der Reiz der aufgekrempelten Hemdärmel zu erklären. Diese stehen nämlich für ein metaphorisches Aufknöpfen und sagen, hier ist ein Mann, der bereit ist, sich die Hände schmutzig zu machen und sich an die Arbeit zu machen. Dass die Ladies auf diese Art von proaktivem Gebaren abfahren, das versteht sich doch von selbst, oder? Trainieren kannst du deine Unterarme ganz einfach mit allen Griffübungen, zum Beispiel mit einem dieser Handtrainer. Übungen für Armdrücker sind gut und auch Hammercurls mit der Kurzhantel. Der vierte subtile Attraktivitätsfaktor ist dein Kinn und dein gesamter Unterkiefer. Eine ausgeprägte Kieferpartie zeugt von hormoneller Gesundheit und damit Fruchtbarkeit. Da aus evolutionärer Sicht Anziehung allein auf das Bedürfnis nach Fortpflanzung zurückzuführen ist, da ist es nur logisch, dass sich Frauen zu Männern hingezogen fühlen, deren Gesichter höhere Testo-Werte und damit mehr Männlichkeit suggerieren. Studien haben auch gezeigt, dass die Anziehungskraft von markant maskulinen Gesichtszügen in hohem Maße von ihrem eigenen Hormonspiegel abhängt, also dem der Frau. Das heißt, dass sich Frauen umso mehr während ihrer fruchtbaren Monatsphase zu einem markanten Kiefer hingezogen fühlen. Interessant ist auch, dass diese Präferenz bei langfristigen Partnerschaften leicht abnimmt. Mit anderen Worten, mit einem Kiefer wie Conan der Barbar hast du besonders Vorteile, wenn es um One-Nighties geht.